Heute große Mountainbike-Premiere für mich. Was sind die drei Erkenntnisse eines Anfänger-Enduro-Track-Fahrers? Hallo, servus und willkommen im Kanal. Guten Morgen aus Nauders in Tirol, an der Grenze zu Südtirol. Heute große Mountainbike-Premiere für mich. Die regelmäßigen Besucher beim Kanal wissen, dass ich ein Trekking-Fahrrad habe, aber damit auch schon die ein oder andere Mountainbike-Tour gemacht habe. Ja, das ist dann mitunter ein bisschen grenzwertig. Zum Beispiel vor kurzem habe ich eine Tour aufs Geiseljoch gemacht. Ziemlich viele Kilometer, noch mehr Höhenmeter. Der Großteil war mit dem Trekking-Fahrrad auch gar kein Problem. Ein kleinerer Abschnitt wäre aber dann wirklich reines Mountainbiking an sich gewesen. Und da habe ich dann halt geschoben, nicht wahr? Jedenfalls habe ich jetzt doch so ein bisschen Blut geleckt, was das Mountainbiken angeht. Und ja, jetzt bin ich hier in Nauders und gedacht, das ist jetzt noch einmal eine Gelegenheit und die nutze ich jetzt. Bin gespannt, wie das heute so wird. Ich werde es natürlich erstmal langsam angehen. Ich meine, Fahrradfahren kann ich, aber ja, es braucht sicherlich auch eine gewisse Technik. Ich werde mich aber ein bisschen einfahren. Schauen wir mal, wie es wird. Viel Spaß. So wie beim Skifahren gibt es jetzt hier auch fürs Mountainbiking verschiedene Farbmarkierungen, je nach Schwierigkeitsgrad. Blau für einfach, rot für mittelschwer, schwarz für die schweren Abfahrten. Und es gibt sogar noch die Farbe grün für die sehr einfachen Trails. Und damit fange ich natürlich jetzt mal an. Los geht's! Die ersten Abfahrten auf diesem grünen, also sehr einfachen Trail habe ich jetzt schon mal gut hinter mich gebracht. Ja, ich würde sagen, ich fahre mich so langsam ein. Ich lerne mit jeder Bodenwelle und jeder Kurve dazu. Ansonsten sind natürlich hier auch einige Profis unterwegs, da kann ich mir gut was abschauen. Ich glaube, dass ich mich jetzt so langsam auch schon zum roten Trail traue.
mal gucken, was da auf mich zukommt. Ich steigere langsam die Anforderungen. Heute früh bin ich ja gestartet auf sehr einfachen Trails grün. Jetzt hatte ich gerade ein Stück Hofratstrail, das war offiziell blau markiert, also einfach. Und jetzt geht es runter den Bergkastell Trail, der ist immerhin schon rot. Man wächst ja an seine Aufgaben. Das ist in der Tat weder grün noch blau, macht aber Spaß und noch muss ich nicht schieben. Ja, drei Länder Enduro-Trails. Die drei Länder sind natürlich Österreich, Italien und Schweiz. Kann man eine schöne Rundtour machen, kommt zum Beispiel vorbei am Hochmoor Plamort mit den Panzersperren und dem relativ berühmten Blick dann auf den Reschensee. Da habe ich schon mal eine Wanderung gemacht, kann ich landschaftlich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe heute ja nicht die Rundtour mit dem Fahrrad gemacht. Wäre, glaube ich, ein bisschen zu anstrengend, ein bisschen zu viel heute fürs erste Mal zum Ausprobieren. Ich taste mich ja langsam ran. Apropos, also drei Länder Enduro-Trails, ich musste mich ja auch erstmal schlau machen, was überhaupt Enduro ist, ich habe ja echt keine Ahnung von nix. Also Wikipedia hat mir dann erklärt, dass Enduro im Mountainbike-Sport eine Disziplin ist, bei der die Fahrer vergleichbar dem Rallye-Sport abwechselnd mehrere Verbindungsetappen und Wertungsprüfungen absolvieren müssen. Von den Anforderungen an die Fahrer ist Enduro eine Mischung zwischen Cross-Country und Downhill. Na gut, weiß ich jetzt auch Bescheid. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke fürs Zusehen. Servus, bis zum nächsten Mal. Zeit für ein Resümee. Was sind die wesentlichen Erkenntnisse eines Anfänger-Enduro-Trail-Fahrers? Drei an der Zahl. Erstens ist auf jeden Fall sinnvoll, sich langsam ranzutasten. Erstmal mit den sehr einfachen, dann mit den einfachen zu beginnen. Und dann kann man ja schon mal eine rote Strecke probieren. Auf jeden Fall sollte man nichts übertreiben. Zweite Erkenntnis. Der Sattel ist, glaube ich, im Wesentlichen dann doch eher nur zur Dekoration da. Sobald man sich vom Sattel erhebt, wird es insgesamt meiner Meinung nach sehr viel einfacher. Man macht sich deswegen unnötig schwer, wenn man zu oft und zu lange auf dem Sattel sitzen bleibt. Erkenntnis Nummer 3. Ja, man sollte sich natürlich geschwindigkeitsmäßig nicht überfordern. Das könnte sehr schnell auch sehr gefährlich werden. Andererseits, zu langsam ist eigentlich auch keine Lösung, habe ich festgestellt. Also wenn man zu langsam wird, weil man sich auch denkt, das Gelände ist mir gerade zu gefährlich, dann wackelt man nur noch umeinander. Meine Erfahrung an der Stelle ist, dann lieber gleich absteigen und schieben, das ist besser als langsam versuchen, da runterzukommen. Das funktioniert eigentlich dann ja auch nicht wirklich. Das waren meine drei Erkenntnisse. Es gibt sicherlich noch viel mehr Tipps, die man am Anfang geben kann. Zum Beispiel könnte man vielleicht auch mal einen Kurs besuchen, um sich so ein paar Basics auch beibringen zu lassen. Gerne noch weitere Tipps unten in die Kommentare schreiben. Servus! Ach so, jetzt geht's zur Erholung in die Sauna.